Ja, dann legen wir mal los. Ach Mist, ich hab die Kamera gar nicht richtig eingestellt. Aber man sollte mich, glaube ich, so erkennen. Ist, glaube ich, noch vom letzten Livestream so. Da hatte ich nämlich nur den Monitor ein bisschen anders gedreht. Damit dann der Jumpscare-Vogel dementsprechend auch was sehen konnte. Ja, ich würde hier jetzt halt mal schauen, dass wir beim nächsten Update, wollte ich ja sagen, in der nächsten Bauphase fertig werden. In der Zeit würde ich schon mal ein Gedonner hier. Oh! Okay, das Ding ist wieder da. Haben wir hier noch irgendwas? Ich wollte mal schauen. Unser Strom müsste, glaube ich, noch... Ja! Hat so ein paar Ups und Downs, aber irgendwas ist ja immer. Habe ich noch alles dabei? Ja, ein paar Quarz-Oszillatoren. Das nehmen wir mal alles mit. Ich habe ein bisschen wenig mit für Förderbänder. Achso, ich habe ein Jetpack. Das ist alles Gummi. Ein bisschen mehr Material brauche ich da schon. Ja, doch, das täuscht. Es ist gar nicht mal so wenig Beton, was ich dabei habe. Ich freue mich echt schon auf das Let's Play von Satisfactory. Da würde ich dann nämlich komplett in der neuen Wüstenwelt starten. Hier ist ja das Schöne, aber auch das Einfache. Ich weiß halt, wo die ganzen Ressourcen sind. Deshalb ich ja jetzt hier einfach da drüben raufbaue. Huch. Eventuell sollte ich dann noch mal ein bisschen Treibstoff mitnehmen. Nee, dadurch, dass ich hier eigentlich schon weiß, wo die ganzen Sachen so sind, muss ich ja einfach nur dahin laufen. Soll ich ihn da einstecken? Oh, die Motoren sehen jetzt neu aus. Sehr cool.
So, dann laufe ich nämlich jetzt einfach da drüben hin. Da, wo ich schon mal diese abgesetzte Plattform hingemacht habe. Baue ich dann einfach noch mal ein Stückchen höher. Und da bekomme ich dann eben Bauxit her. Was ich dann eben in der nächsten Entwicklungsstufe brauche, bei dem wir dann das Bayer-Verfahren erforschen. Und dann können wir Alu herstellen. Also grafisch sieht das Spiel halt schon echt geil aus. Ich meine, okay, die Unreal Engine ist halt schon echt geil. Nee, bei Body wurde jetzt nichts geändert. Ich habe das sogar schon noch ein Stück weiter raufgebaut. Ja, stimmt. So, vorher sehen die Plattformen jetzt leicht anders aus. Oh, das ist ja das Schöne, wenn man so ein Spiel beim Entstehen schon spielt. Dass man so nach und nach zuschauen kann, wie das Spiel sich verbessert, verändert. Ich habe echt weit gebaut. Bin ich mal gespannt, wie die Wüstenwelt dann ist. Und da würde ich jetzt dann halt auch schauen. Also im Let's Play dann. Dass ich auch alles wieder so in Plattformen baue. Also dass man so einen schönen Grund baut. Kannst halt wesentlich besser sortieren auch. Wenn es bei mir trotzdem immer noch etwas chaotisch am Schluss wird. Schauen wir mal, wie hoch wir da kommen. Hier drüben ist ein bisschen zu viel Radioaktivität für meine momentane Entwicklungsstufe.
hier müsste es auch so. Ja, vielleicht hätte ich auch noch mal schauen sollen. Dass ich das ganze Zeug dabei habe, um. So, jetzt den Satz mal zu Ende führen, dass ich hier, Sekunde. Jetzt aber. Dass ich hier halt so Miner hinbauen kann. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so viel. Produktion. Ja, zumindest meiner MK1 kann ich bauen. Oh oh. Das ist aber ordentlich was eingestückt. So, ich brauche eine Ausrüstungswerkstatt. Oh, sitzt einfach so eine Schnecke. La 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 la. Fuck. Ich meine, ärgerlich. Okay. Dann sind wir uns ja letztendlich doch noch einig geworden.
So, schauen wir mal. Oh, das sind doch hier Kühlbausteine. Ah, genau, das war hier so, dass da drüben. Das ist ja ärgerlich. Drüben liegt halt die Ware. Die Ware, sag ich schon. Wir wollen einfach durch die Bäume. Ich weiß auch nicht, entweder ist es zu steil oder zu lang. Das ist natürlich optimal. Kein Schirm leuchten da drüben, was ist da los? Der Boden ist zu steil. Nee. Also, das ist ja der Wahnsinn. Thank you.
Oder ist da einfach so ein... Wie heißt es? So ein Work-in-Progress-Ding, dass ein Wasserbereich einfach so beleuchtet, dass das jetzt so komisch aussieht. Na, wir können ja gleich mal hinschauen. Das will ich mir auf jeden Fall anschauen, was da los ist. Leuchtet denn das Zeug so? Was ist denn das? Das sieht halt nicht sehr gesund aus. Das ist Kalkstein, das ist doch kein Kalkstein. Ja, der Kalkstein, sieht schon recht interessant aus. Keine Ahnung, warum das so am Leuchten ist. Vielleicht fehlen ihm einfach irgendwelche Texturen. Und dadurch sieht er gerade so ein bisschen komisch aus. Und ein bisschen meine ich natürlich absolut. Oh. Okay. Wieso kommt da noch kein Bauxit an? Ich glaube, von da ganz oben habe ich schon was gesehen. Ja, okay, das ist schon echt eine ordentliche Strecke. Huch, so habe ich das jetzt gemacht. Thank you.
Ja, da kommt so langsam Bauxit. Ja, Inventarplatz haben wir. Ich jetzt mal schauen. So, da brauchen wir noch. Ah, die sind da drüben. Ey, Quatsch, hier muss ich rein. Gut. Nee, das braucht wohl noch ein bisschen. Was ist das denn? War hier die ganze Quarz? Na halt echt. Verrückt. Hier sind die Quellen aber nicht so am Leuchten. Kurios. So. Hauen wir noch zwei so Energiedinger rein. Was ist das denn? Mhm. Wurde gefixt, dass die Dinger nicht in der Nähe der Basis spawnen. Mhm. Nur wird jetzt schon ein bisschen schneller. Ja, okay. Ja, alles mit dem Strom. Huch, ja, das mit dem Strom wird schon alles. Dass man nur so komisch drum herum bauen kann. Ja, noch knapp 100. Zwei Stück pro Minute, also.
Naja. Da ist alles voll. Die anderen beiden? Naja. Ja, da geht schon noch was voran. So, die machen jetzt alle Gussschrauben. Dann stelle ich hier einfach mal so eine persönliche Aufbewahrungskiste hin. So, dann haben wir das. Das habe ich noch nicht da.
Schauen wir mal, ab wann wir da. Ja, das ist jetzt gleich schon, dass wir da zu wenig produzieren. Viecher da überall. Komm her. Oh, okay, dann halt ab. Ja. Brauche ich nur noch die restlichen 106 bei dem anderen. Nee. Ethereum. Oh, der Radarturm. Achso, dafür brauchen wir jetzt schon das andere. Eigentlich könnte ich ja mal schauen, was brauche ich jetzt nochmal alles für Munition? Drohnen. Okay. Drei Stück von den Signalisatoren. Ist ja Witz. Soll ich nochmal schauen, wie viele von den. Oh, 20 Stück können wir davon noch bauen. Oh, dann hapert's da an den. Am Kupferdraht. Okay. Okay, aber wenn ich da schon mal alles habe, außer eben das Schwarzpulver, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Moment. Ich will mal da oben auf die oberste Ebene mir so ein Kart hinbauen. Und ich brauche dringend wieder Treibstoff.
So. Ja, ich habe ja das Card dabei. Moment. Nö. Ah, servus, Doc Freund. Na? Das hätte ich schon längst wegbringen können. Na egal. Ah, Dusch. Na. Optimal. Kann ich hier mit meinem Auto nicht langfahren? Hui! Oh, nicht schlecht! Hui! Bauxit kommt auch schon an. Ist aber noch ausbaufähig. So. Hier habe ich gar nichts dabei. Was habe ich denn die Dinger jetzt hier noch dabei? So, dann nehmen wir uns noch. Oh, so ein bisschen Draht. Okay. Und noch ein paar von den Röhren. Habe ich da ja noch ein paar irgendwo rumfliegen? Irgendwie nicht so. Das ist... Oh, das ist Kohle.
Das ist auch Kohle. Naja. Die Viecher hier immer. Naja, wo auch immer er jetzt hin ist. Brauchen wir mal ein paar Stahlbarren, würde ich sagen. Na klar. Okay. Naja, zumindest ein bisschen was kann man uns basteln.
So. Die goldene Nuss. Ah, okay. Das erweiterte Magazin hat dann 25 Magazine. Naja, ist auch nicht schlecht. Oh, Polymer hat's. Wo fliege ich denn hin? Was mache ich denn jetzt für Zeug? Ach ja, wegen dem. Ich verstehe. So, ja klar, das habe ich natürlich ersetzt jetzt. Logistik 4.
brauche ich eigentlich alles für... Naja. Es ist eigentlich nicht so viel. Das sind eigentlich so Sachen, die ich komplett da haben sollte. Sieht echt albern aus, wie der da drin sitzt. Oh! Das war fast ein bisschen knapp, wie der ausgestiegen ist. So. Hab ich noch Alien-Organe? Hä? Alien-Panzer, Alien-Organe. Ach, Mycelium brauche ich dafür. Das sagt es doch. Alter! Sag, wann sind die denn da drin? Jetzt waren da noch gar keine drin. Diese verdammten Katzen. Ist da drüben jetzt irgendwas zum Heilen? Wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, basteln uns halt noch so ein paar Inhalatoren.
So, wir legen uns. Da ist er mit hin. So, die Richtung. Oh, verschluckt. Oh. Ei, ei, ei. Oh, ich bin echt schlank, dass ich da so durchpasse. Ich finde es auch schön, wie akkurat und gerade ich die Förderbänder darunter gebaut habe. Und zurückfahren wir dann einfach übers Förderband. Mit dem Strom aus. Ja, da hat er schon wieder so ein bisschen zu kämpfen. Na gut.
zumindest schon mal ein ganzes Stückchen mehr. Das Ding jetzt noch reinmachen, aufdrehen. 360. Ja, aber. Nein. So, schauen wir mal, wie viel uns jetzt noch fehlen. Also langsam wird es ein bisschen bedenklich mit dem Strom. Ach so, ja klar, da drüben ist ja jetzt wieder die ganze Produktion angesprungen mit dem Bauxit. Jo, das wird schon. Au. Da kommt gerade das letzte Teil. Also wenn das mal nicht Timing ist. Nein, es fehlen doch genau 3 Stück. Also wieder zurück. Warten, bis die restlichen Teile fertig sind.
Uiuiuiui. Okay. Jetzt aber. So. Dann nehmen wir das mal. Dann ab dafür. Ja. Genau, dann sind wir da jetzt schon mal im Maximum. So. Was? So, es ist alles. Das nennt sich jetzt Bauxit. Raffination. Und nicht mehr Bayer-Verfahren. Was? Was? Der Turbomotor schaut ja mal richtig geil aus. Schwefelsäure. Okay, dafür brauche ich das dann schon. Dafür auch. Also brauche ich erstmal Bauxit. Ja, das können wir schon mal so was reinschmeißen. Motoren müsste ich glaube ich so ein, zwei Stück haben. Inventarplatz habe ich auch noch. Sehr schön. Oh, ich habe gar nicht so viele Motoren, wie ich gedacht habe. Interessant. Jetzt brauche ich hier nochmal Heißbildanschlüsse, genau. Hier. Ach, die Dinger. Okay, aber die sind auch auf Standby. Oh, Ich hab gar nicht dran gedacht, dass ich hier baue.
Statuen, ja klar. Die baue ich ja nicht. Die habe ich ja nur da reingestellt. Ja, fehlen nur noch 103 Motoren. Ist ja nix. So, ab dafür. So, schnappen wir uns hier mal die ganzen Batterien raus. So, dann basteln wir auch selber noch ein paar Motoren. Die Werkbank. Oh, 50 Stück, das ist ja schon mal was.
gerade sagen. Mal schauen, wie viel die Maschine da in der Zeit hergestellt hat. Naja, das wird schon. Jo, so ein paar fehlen noch. Schrauben. Die machen 40 Teile pro Minute. Wie viel machen die Gussschrauben? Dass die jetzt langsamer sind. Und brauchen wesentlich weniger Anstrengung.
Ja, kann man so mal machen. Muss man aber nicht. Na, zumindest noch mal 3 Motoren. Ich muss jetzt noch mal hier in die Kisten reinschauen, nicht, dass ich jetzt da irgendwo noch 2 Stacks Motoren habe. Das wäre natürlich jetzt richtig fail. Nö. Das wird nichts bringen, die Dinger schneller. Ei, doch, das wird was bringen. Andere auch so viele Schrauben? Ja. Kann ich jetzt hier irgendwas Neues erforschen? Nee. Das sind ja nur noch 5 Motoren. So, ich hab nur schnell aus dem Husten irgendwann gebraucht. Oh, okay. Und ab dafür. Milestone reached. Quartz and bauxite scanning unlocked. A new generation of basic aluminum parts is now available, which can be constructed from bauxite after a complex process of refinement. Additionally, improved conveyor belts and lifts can now be constructed. Was? Das Bauxit muss erstmal raffiniert werden? Was? Moment. Kupfer und Aluminiumbarren ist das. Aluminiumschrott. Was?
Oxid. Alter. Das ist aber nicht das Bayer-Verfahren. Darum heißt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so. Ich muss definitiv jetzt erstmal zu unserer Ölplattform hin. Das ist jetzt echt komplexer als gedacht. Dann schmeiße ich lieber hier noch ein bisschen was rein.
Huch. Ey, was ist denn jetzt los? Ja, klar. Ich weiß echt nicht, wieso das Ding nicht so hochpumpt. Alles voll, hier geht halt nichts. Aber warum?
Na klar. Ja. Na klar. So, Aluminium, Oxid,
Lösung. Ah, ich glaube, Stahlrohre könnten so ein bisschen zum Problem werden. Also okay, zum Problem jetzt nicht. Wir holen uns dann einfach welche. Sehr schön das Wasser. Und da war der Strom. Oh Gott, ich habe zu wenig für die Wasserpumpe. So. Thank you.
Und das Wasser kann ich ja wieder zurückfördern. Das ist ja das kleinste Problem. Ich würde jetzt zurückgehen zur Basis. Irgendwas mal schauen, wie die Rotorenproduktion vorankommt. Dann auch mal wieder den Strom einschalten. Also spätestens, wenn wir Atomkraft haben, ist es jetzt, denke ich, nicht mehr so schlimm. Ja, da spielst du bereits 2 Stunden. Okay, machen wir jetzt aber Feierabend heute. Oh, da haben wir schöne 2 Stunden nochmal gezockt und oh, das mit dem Aluminium, das wird jetzt nochmal richtig was geben. Das heißt, die ganze Produktion umbauen. Und dann, sobald wir Atomkraft haben, können wir es wieder zurück umbauen. Oh Gott, ey. Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Stream.